Oh, da lacht mein Herz. Das ist ja schön. Woher haben Sie denn diese wunderschönen Wandplatten her? Ja, die sind schon länger im Besitz der Familie. Wann sie gekommen sind, wissen wir nicht. Wir haben einen alten Handwerksbetrieb, Glaserei, und früher wurde mit Porzellan gehandelt. Und da kann man jetzt nicht sagen, die waren am Dachboden verstaut. Noch so gut erhalten. Ja, und dann habe ich es jetzt vor 15, 20 Jahren mal aufgehängt. Das ist schön. Also Sie hängen ja, in den sie Wohnräumen. Hängen. Ja, und haben Sie eine Vermutung, irgendwas rausbekommen? Nein, schon? Wir haben mal vermutet, dass es sich um Wedgwood handelt. Aber ist es? Wedgwood ist einfacher von der Plattentechnik her. Ja. Nicht so barock verspielt. Oh, ja. Nicht nur. Das hängt auch ein bisschen von der Datierung ab. Aber Wedgwood sind Sie natürlich drauf gekommen wegen Blau und diesen weißen Auflagen und keine Glasur. Hat sicher was mit Wedgwood zu tun. Schauen wir uns die zuerst mal an. Haben Sie eine Vorstellung, wofür die gemacht sind? Eigentlich nur als Dekor zum Aufhängen. Ein Aufhänger, genau. Aber ein Aufhänger ist aber nicht notwendig. Man könnte sie auch einbauen in etwas. So. Also es sind ganz üppige Rokoko-Kartuschen mit allem, was dazugehört, mit eingerollten Passagen, mit Rockaien hier, Rockaienschwüngen, mit einer Muschel, die fast wie ein Fledermausflügel sich auffächert und so weiter. Das Wasser fließt und die Darstellung, haben Sie sich damit schon mal beschäftigt, was dargestellt sein könnte? Ja, das ist wahrscheinlich das Gefolge der Artemis. Artemis oder Diana, genau. Es sind nämlich Frauen bei der Jagd. Also Jägerinnen, die haben Hunde und die verfolgen. Sie hat einen Speer hier. Und diese Figur, wenn man die genauer anschaut, die auch ein bisschen hervorgehoben ist, weil sie weiter oben ist, dann trägt sie hier beim Kopf oben ein kleines Diadem, ein ganz kleines mit einer Mondsichel. Und das ist eben die Diana. Es ist die Diana auf der Jagd. Und das Spannende, was ich jetzt finde, ist, dass die zwei Platten zusammengehören. Denn die jagen in die Richtung und hier geht es dann weiter. Hier sind wir im Wasserbereich mit Schwänen, mit Nymphen und plötzlich ein Hirsch im Wasser. Und das haben Sie dann sich eben auch nachgelesen, die Geschichte. Diana jagt Akteon. Akteon, ein junger Jäger, ein begnadeter Jäger, der sich erdreistet hat, die Diana und ihre Gefährtinnen beim Baden nackt auszuspionieren. Und sie ist dermaßen erbost, dass sie ihn in einen Hirschen verwandelt. Und schon kommt die Blutrunst der Frauen auf und sie jagen ihn und bringen ihn natürlich auch um. Also eine von den Ovidschen Metamorphosen, wo es so immer uns sagt, dass irdische Lüsten bringt gar nichts. Es ist eigentlich immer dem Tod geweiht, mehr oder weniger. Aber ganz toll, zwei Platten und dann doch auch eine spezielle Technik. Ja. Dafür gehen wir sie vielleicht mal Und vor allem das Schöne ist, Sie haben mir sozusagen ein Heimspiel mitgebracht. Denn die Marke verrät es. Die sind aus Volkstedt, das ist ein Vorort von Rudolstadt, meiner Heimatstadt. Und diese Sonnenmarke kann man auch zeitlich sehr genau umreisen. Das ist die Manufaktur Triebner, Enz und Eckert in Volkstedt. Und zwischen 1894 und 1900 wurde dieses spezielle Sonnenzeichen verwendet. Zur Technik ist zu sagen, dass diese Figuren ja in Wedgwood Art nachempfunden sind, aber eben viel plastischer ausgearbeitet. Also wir haben hier richtig Hinterschneidungen. Das sind also teilweise voll plastisch aufgesetzte Figuren auf einem farbigen Fond. Genau, den man sich so vorstellen muss, damit diese Schärfe hier auch ist, dass da zunächst, jetzt müssen wir es doch nochmal umdrehen, dann sehen wir nämlich auf der Rückseite sind sie weiß und sie haben nur eine blaue Schicht. Das macht Wedgwood auch. Ganz am Anfang hat Wedgwood, jetzt nicht Volkstedt, sondern Wedgwood, die Masse durchgefärbt. Das hat aber viel zu viele Pigmente gebraucht. Und dann haben sie angefangen, das weiße Steinzeug nur mit einer Engobe, mit einer Schicht eingefärbt zu überziehen. In den Englischen spricht man dann von Solid Body oder von Dip. Und das wäre also Dip. Jetzt ist aber das Problem, wenn Sie das ganz scharf in weißem Steinzeug haben und eine Engobe drüber machen, dann kriegen Sie diese Feinheit niemals so scharf. Das heißt, das musste zuerst mal eine dünne Schicht von eingefärbter Masse in die Gipsform, wo das ganze Relief drin war, eingegossen werden. Aber noch vorher mussten natürlich einzelne Teile von den weißen Figuren, die tiefsten sind in der Gipsform, diejenigen, die nicht später noch dazugefügt angarniert wurden, also die Überschneidungen,
die mussten noch vorher hineinkommen. Also, wir sprechen jetzt wie von einem Schokoladen-Osterhasen, wo das Auge als erstes gemalt wird, sozusagen in der Form. Mhm. Zuerst die flachen, weißen Teile in die Vertiefungen. Dann, das sieht man hier beim Kopf übrigens sehr schön im Übergang, dann die blaue Engobe und dann noch einmal von der weißen Masse hinein. Dann wird es aus der Form entnommen und dann kann man die überschneidenden, die dreidimensionalen Stücke draufsetzen. Also ein ziemlicher Anspruch. Ja, die Volksstädter hatten unglaublich gute Modelleure. Und dieses Motiv erinnert auch sehr stark an ein Gemälde von Macquart aus der Zeit Jagd der Diana. Das könnte durchaus sein, dass das nach dieser Vorlage entstanden ist. Passt eben zur Zeit, also im 1880er Jahre, würde ich sagen. Und da ist Macquart der große Salonmaler. Die sind sehr, sehr schön erhalten, unglaublich schön in der Ausformung. Also ich denke, da sind wir auf jeden Fall so bei 500, 600 Euro für das Paar. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Gute Jagd weiterhin. Ja, danke. Wiedersehen.